Hallo, Glühwürmchen. Oh, hallo ihr. Ein herrlicher Tag, um mit unserem Ei spazieren zu gehen. Habt ihr schon jemals ein so niedliches Ei gesehen? Noch nie. Hui, das kleine Glühwürmchen-Ei leuchtet sogar. Ihr könnt es kaum erwarten, dass unser Baby endlich schlüpft. Ja, Gucci, Gucci, Gucci. Oh. Oh. Echt stürmisch heute. Oh nein. Unser Ei. Keine Sorge, Glühwürmchen. Wir holen das Ei zurück. Das Ei müsste hier irgendwo sein. Helft mit, es zu suchen. Ist das Ei vielleicht da drüben? Nein, suchen wir woanders. Ist das Ei vielleicht hier? Nein. Ist das Ei vielleicht da oben? Ja, da ist es, ganz oben am Hochhaus. Oh oh, aber wie sollen wir so hochkommen? Ui, Zack hat eine Idee. Grashüpfer Zack hüpft zum Ei hoch. Ja, Grashüpfer können fantastisch hüpfen. Sie haben sehr lange Hinterbeine mit kräftigen Muskeln. Und wenn sie sich vom Boden abstoßen, können sie super hoch hüpfen. Zack muss sich zwischendurch nur irgendwo abstoßen können. Dann kann er es bis ganz nach oben schaffen. Aber wo soll Zack sich abstoßen? Hey, hier oben. Ich kann dir helfen. Und ich auch. Ich auch, ihr Schätzchen. Ist ja fantastisch. Zack, diese Raupen können dir helfen, bis ganz nach oben zu hüpfen. Oh, nett von euch. Dann macht euch bereit, Raupen. Hier kommt Grashüpfer Zack. Wow! Ja! Das hat gekitzelt. Juhu! Vielen Dank, Raupe. Ausgezeichneter Sprung. Hoch mit euch, ihr Schätzchen. Oh, oh. Wo soll sich Zack jetzt abstoßen? Schnell, wir müssen Zack helfen, noch eine Raupe zu finden. Seht ihr irgendwo eine Raupe? Ja, da ist eine. Dankeschön. Gern geschehen, Zack. Wo seht ihr noch eine Raupe? Da! Wir haben es geschafft! Das waren klasse Sprünge, Zack. Hat Spaß gemacht. Danke für die Hilfe, Raupen. Gern geschehen, mein großer Freund. Jederzeit wieder. Wir müssen weiter. Das Glühwürmchen-Ei ist da lang gerollt. Folgt mir. Insekten sind sie auch klein, sie können die Größten sein. Insekten, die Größten sein. Ob im Brust, am Kopf oder Hinterteil. Ihr Panzer ist robust und er hält sie heil. Sie bestäuben Blüten zur Frühlingszeit. Und sie schleppen Schwergewichte Meter weit. Insekten sind sie auch klein, sie können die Größten sein. Die Größten sein. Insekten und mit sechs Beinen, da holt man sie so schnell nicht ein. Sie bauen ein Nest, das hält sie warm. Ganz allein oder im Schwarm. Insekten sind sie auch klein, sie können die Größten sein. Insekten, die Größten sein. Insekten. Sie sind wieder da. Und sie bringen unser Ei zurück. Gerade noch rechtzeitig. Seht ihr? Unser Ei, es schlüpft aus. Oh. Mama. Papa. Oh. Wie süß. Blaze, Achtung. Blaze, AJ, alles in Ordnung? Wir hängen fest. Diese Ranke ist zu stark. Ich kann mich nicht befreien. Diese Ranke ist wirklich ziemlich dick. Aber ich weiß, womit wir sie durchtrennen können. Mit den ausfahrbaren Krallen. Halt durch, Blaze. Yeah! Danke, Stripes. Deine Krallen einzusetzen war eine super Idee. Hilfe! Hört ihr das? Klingt, als wäre noch ein Rennfahrer in Schwierigkeiten. Okay, mir nach.
Halt durch, Ben! Wir holen dich da runter! Überlegt mit, welche Ranke wir durchschneiden müssen, um Ben zu befreien. Es gibt eine Ranke mit roten Blättern, eine mit lila Blättern und eine mit gelben Blättern. Welche Ranke hat sich um Ben gewickelt? Die Ranke mit den roten Blättern, ja! Großkatzen, krallen! Haha, juhu, ich bin frei! Ich danke euch! Blaze! Huh? Stripes! Das klingt nach Nelson, dem Nashorn! Kommt mit! Ich häng hier oben fest! Bleib ganz ruhig, Nelson! Wir holen dich da runter! Welche Ranke sollen wir durchschneiden, um Nelson zu befreien? Die Ranke mit den blauen Blättern, ja! Junge, bin ich froh, wieder frei zu sein. Hey, hat jemand Bank gesehen? Hilfe! Da lang! Seht nur, da ist er! Wir holen dich da runter, Bank! Diesmal sind es 4 Ranken. Welche müssen wir durchschneiden, um Bank zu befreien? Die mit den orangenen Blättern, ja! Arschbombe! Wir haben es geschafft! Ich danke euch, Freunde. Zum Glück konnten wir alle aus den Ranken befreien. Und jetzt sind wir alle zusammen wieder im Rennen. Mann, wir liegen aber ziemlich weit hinten. Verzagt nicht, Freunde. Wenn wir unser Bestes geben, können wir immer noch gewinnen. Ja, das stimmt. Kommt mit, folgt mir. Yeah. Seht mal, das Crusher. Er ist weit vor uns. Der Pokal gehört mir. Wir müssen was unternehmen. Keine Sorge, Freunde. Ich weiß, wie wir Crusher noch einholen können. Wir schalten den Turbo Speed an. Wow! Cool! Damit meine Tierfreunde und ich super schnell fahren können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Ich habe das Ziel erreicht. Jetzt kann mich keiner mehr einholen. Yeah. Und schon gar nicht diese 5 Rent-Rocks, die immer mehr aufholen. Warte, was? Habe ich gewonnen? Ja! Hurra! Achtung, Blaze! Der Riesenoktopus versperrt den Eingang zum Tunnel. Vielleicht kann ich ihn aus dem Weg schieben. Rostfleck, dieser Robo-Oktopus ist viel zu groß. Und wie kriegen wir ihn da weg? Er ist vielleicht zu groß, um ihn wegzuschieben. Aber nichts ist zu groß, um nach oben zu treiben. Dinge, die nach oben treiben, schwimmen bis zur Wasseroberfläche hoch. Wenn wir am Oktopus genug Dinge befestigen, die nach oben treiben, dann lassen sie ihn hochsteigen und er ist aus dem Weg. Hey, sieh mal! In diesem Schiffswrack finden wir Dinge, die nach oben treiben. Kommt mit, sehen wir mal nach. In dieser Truhe hier sind offenbar lauter Kabeln und in dieser Truhe sind Wasserbälle. Wenn ich beides loslasse, was treibt dann nach oben? Die Gabel oder der Wasserball? Finden wir es raus! Der Wasserball! Er steigt hoch! Und zwar, weil Wasserbälle mit Luft gefüllt sind. Schnell! Holen wir uns die Wasserbälle und befestigen sie am Oktopus! Ja! Es funktioniert! 3 Oktopusarme werden schon in Richtung Wasseroberfläche gezogen. Kommt mit! Wir suchen noch mehr Dinge, die nach oben treiben. Diese Truhe ist voll mit Hämmern und in dieser Truhe sind Reifenschläuche.
Was glaubt ihr treibt nach oben? Der Hammer oder der Schlauch? Probieren wir es aus. Der Schlauch treibt nach oben. Obwohl er größer ist als der Hammer, treibt der Schlauch nach oben, weil er mit Luft gefüllt ist. Seht mal, jetzt schweben 4 weitere Oktopusarme in die Höhe. Wir brauchen nur noch eine Sache, damit der Oktopus nach oben treibt. Ich habe hier eine Trommel und eine Bratpfanne. Was glaubt ihr treibt nach oben? Testen wir es. Die Trommel schwebt nach oben. Ja, sie ist auch mit Luft gefüllt. Kommt mit. Wir haben es geschafft. Der Robo-Oktopus treibt nach oben. Geschafft. Ja. Wir haben die Krone. Ich frag mich, wo Crusher und sein U-Boot stecken. Hätte noch viel schlimmer kommen können. Genial! Machen wir das nochmal? Mal, da ist Blaze! Ja! Gut gemacht, Blaze! Er hat uns die legendäre 4-Krone zurückgebracht! Gut gemacht, Blaze und AJ! Hier lang, Jungs! Die Tierfähigkeiten sind gleich da oben! Pass auf, Blaze! Oh! Oh Mann! Wir waren so nah dran, unsere Tierfähigkeiten zurückzuholen! Wir müssen uns doch irgendwie aus diesen Klapperschnappern befreien können! Nur ein Tier hat die Fähigkeit, sich aus so einer Falle zu befreien. Ein Löwe! Genau! Löwen haben einziehbare Krallen in ihren Pfoten. Wann immer sie wollen, können sie sie ausfahren und sie dann zum Klettern oder Jagen benutzen. Und zum Aufschneiden dieser Fallen wären sie ebenfalls ideal. Helft mit! Wir machen aus mir eine Löwenmonstermaschine. Zuerst brauchen wir eine Mähne. So nennt man das lange Haar, das der Löwe am Kopf trägt. Um die Mähne zu bauen, ruft Mähne! Mähne! Sehr gut! Und jetzt das wichtigste Teil von allen. Scharfe, einziehbare Krallen. Um scharfe, einziehbare Krallen zu bauen, ruft scharfe, einziehbare Krallen! Scharfe, einziehbare Krallen! Oh ja! Ich bin eine Löwen-Monstermaschine! Jetzt du, Stripes! Wuhu! Ich bin Super-Tiger-Stripes! Bereit, Super-Tiger-Stripes? Bereit! Dann zeigen wir diesen Typen jetzt, was Tiger und Löwen so alles drauf haben. Los geht's! Oh nein! Steht nicht so herum, ihr zwei! Werft noch mehr Klapperschnapper! Ja! Ja! Zeit, dass wir den Tieren endlich ihre Fähigkeiten wieder zurückbringen. Ach, ich kann fliegen. Mein Rüssel. Er funktioniert wieder. Wie schön, endlich wieder stark zu sein! Unsere Fähigkeiten sind zurück! Ja.
All die schönen Fähigkeiten sind wieder futsch. Oh, nicht weinen, Lizard. Das wird schon wieder. Lizard, diese Tierfähigkeiten gehörten dir nun mal nicht. Ganz genau. Du hattest sie von den Tieren gestohlen. Ja, aber ich wollte doch auch eine Fähigkeit haben. Schließlich haben alle eine Fähigkeit außer mir. Was? Sie haben gerade ihre Farbe gewechselt. Die Farbe gewechselt? Ist doch totaler Blödsinn. Wow! Da schon wieder! Schaut euch das an! Lizard, du hast ja doch eine Tierfähigkeit. Du hast die Fähigkeit, die Farbe zu wechseln. Ja, du bist ein Chamäleon! Ich bin ein Chamäleon! Wow, wie cool! Oh, oh, jetzt gelb! Und jetzt lila! Mit orangenen Punkten! Hey, Blaze, ich wollte nur sagen, dass es mir wirklich, wirklich leid tut, die Tierfähigkeiten gestohlen zu haben. Und ich mach's niemals wieder, nie wieder, versprochen. Dann ist doch alles wieder gut. Wir bauen für mich Flügel. Und damit verwandeln wir mich in eine richtig tolle Falken-Monstermaschine. Zuerst brauchen wir die Schwanzfedern. Die helfen dem Falken beim Steuern. Um die Schwanzfedern zu machen, ruft Schwanzfedern! Schwanzfedern! Jetzt brauche ich kräftige Krallen, um Dinge zu greifen. Um die Krallen zu bauen, ruft Krallen! Krallen! Und als letztes kommt noch das Allerwichtigste. Die Flügel, damit ich fliegen kann. Um die Flügel zu machen, ruft Flügel. Flügel! Oh ja! Jetzt bin ich eine Falken-Monstermaschine! Wuhu! Klasse, Blaze! Du kannst fliegen! Oh ja! Hüpft rein! Wir müssen schleunigst zur Startlinie fliegen. Los geht's! Ja! Super Himmelsrennen! Wir kommen! Falke, flieg! Falken, Falken, kein Tier ist so schnell wie sie. Sieh, wie sie durch den Himmel schweifen. Yep. Mit ihren Krallen Beute greifen. Oh yeah. Die Augen sperren's aus. Der Schwanz lenkt geradeaus. Sie fliegen weit, 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 weit. Yeah. Sieh, wie der Falke fliegt, auf den Lüften biegt. Im Sturz flog wie ein Stein, kann niemand schneller sein. Oh, yeah. Falken, Falken, kein Tier ist so schnell wie sie. Falken, Falken, yeah. Flieger, auf die Plätze, fertig, fliegt! Geflogen, Mann! Du hast es echt drauf! Ich hab's doch gewusst! Mich kann keiner besiegen! Denn ich bin Thunder! Ace ist jetzt vor mir? Oh nein, nein, nein! Ich darf ihn nicht gewinnen lassen! Überholt. Und seht mal, er ist auch schon fast im Ziel. Kommt mit, wir können ihn noch schlagen. Ich muss einfach nur super schnell fliegen mit Turbo Speed. Ja.
Damit ich super schnell werde, ruft Deep Speed! Deep Speed! Hat es geschafft! Er gewinnt das Superhimmelsrennen! Ja, Blaze! Gut gemacht! Ja. Wahoo. Du warst echt super! Ich danke euch allen! Hey, du! Da kommt Thunderwing! Ich hab dir was zu sagen, Blaze! Gratulation! Du bist wirklich ein grandioser Flieger! Hört mal, da ruft jemand an. Ah. Es ist Tooks. Hey Leute, ich krieg meine Schwanzfedern einfach nicht frei. Der Fels ist zu schwer. Keine Sorge, Tooks, wir sind gleich bei dir. Danke, Leute, ich freue mich schon. Arme Tooks. Wir sollten uns besser beeilen. Los, komm, hier lang. Nein, die Brücke ist weg. Und der einzige Weg, um die Brücke zurückzuholen, ist dieser Schalter da. Aber wer soll denn da rüberkommen? Hey, mir fällt jemand ein. Ein Flughörnchen. Ja, Flughörnchen haben eine spezielle Haut zwischen Arm und Bein. Damit können sie den Wind einfangen wie ein Fallschirm und durch die Luft gleiten. Oh, ich will's versuchen. Ich will ein Flughörnchen sein. Ja. Verwandeln wir Darrington in eine Flughörnchen-Monstermaschine. Schaut mich an! Ich bin eine Flughörnchen-Monstermaschine! Wahnsinn! Sieht echt gut aus, Kumpel. Geht auf Sicherheitsabstand. Ich fliege jetzt zu dem Schalter da. Flughörnchen! Nichts und niemand kann den fliegenden Darrington aufhalten. Außer vielleicht diese Gewitterwolken. Um nicht abzustürzen, muss ich zwischen den Wolken hindurchfliegen. Aber dafür muss ich die Lücken mit dem meisten Platz finden. Helft mir beim Suchen. Wo ist die größte Lücke zwischen den Wolken? Da ist sie! Ja! Ich hab's fast geschafft. Ich muss nur noch diese letzten Gewitterwolken überwinden. Welche Lücke ist die größte? Die da! Und bahn frei! Juhuhu! Die Brücke kommt zurück! Ja! Er hat's geschafft! Juhu! Gut gemacht, Darrington. Kein Ding! Die Zeit verging doch dabei, wie im Flug. Nee. Seht doch mal, das ist der Berg, wo Tooks feststeckt. Kommt schon, Leute, wir sind fast da. Los geht's. Tooks! Ja, ihr habt mich gerettet. Wir sind nur froh, dass dir nichts passiert ist, Tooks. Danke, Blaze. Ihr seid die besten Freunde, die sich ein Toucan wie ich nur wünschen kann. Hey Leute, jetzt wo das Team wieder vollständig ist, was haltet ihr von einer lustigen Runde? Dschungelball! Ja, yeah, super Idee! Los, kommt! Tja, Leute, tut mir echt leid, aber offenbar wird das heute nichts mehr mit Dschungelball. Obwohl, Moment, was ist das? Blaze und seine Freunde haben Tooks gerettet. Ich glaub's nicht. Klasse, ihr seid zurück. Echt toll, dass Tooks wieder da ist. Das Tooks kannst du laut sagen. Danke, Leute. Kommt, das Spiel geht jetzt los. Nelson ist am Ball. Oho, hier drüben. Der passt zu Ben. Oh, was? Aber Blaze ist zur Stelle. Ja. Gib ab an Star. Starla Darrington! Yeah. Er passt
was du tust. Und sieh zurück zu Blaze. Er nähert sich dem Strafraum. Aber zwischen ihm und dem Tor wartet noch Bong, der Elefant. Vergiss es! Bist du bereit, Tux? Na klar, verlass dich drauf. Gut gemacht, Tux. Was für ein Tor. Guter Schuss, Freundin. Danke, Leute. Hey, wer will noch eine Runde spielen? Ich. Und ich. Blaze, guck mal. Da ist ein riesiges Matschfeld. Und mittendrin steckt Zack. Zack, noch immer hier. Oh Mann, wir müssen Zack schleunigst aus dem Matsch rausziehen. Kommt mit, wir müssen mit Turbo Speed fahren, damit wir super schnell dort sind. Damit ich Turbo schnell fahren kann, ruft Gib Speed. Gib Speed. Aber Blaze, wie sollen wir denn zu Zack kommen? Wir können doch nicht durch den Matsch fahren, sonst bleiben wir auch stecken. Ich weiß, deshalb müssen wir uns wieder was einfallen lassen. Wir müssen uns eine Methode überlegen, wie wir zu Zack kommen, ohne den Matsch zu berühren. Blaze, wie wär's, wenn du so große Flügel hättest wie die Flugsaurier? Dann könntest du zu Zack rüberfliegen und ihn rausziehen. Ja. Lasst uns überlegen, wie man Flügel baut, damit ich wie ein Flugsaurier fliegen kann. Als Grundlage brauchen wir ein Gerüst, das den Flügeln ihre Form gibt. Um das Gerüst zu bauen, ruft Gerüst! Gerüst! Gut, jetzt bespannen wir es mit einer superleichten Folie. Die superleichte Folie drückt gegen die Luft und hilft uns beim Fliegen. Um das zu bauen, ruft superleichte Folie! Super leichte Folie! Jetzt bin ich eine Flugsaurier-Monstermaschine! Tolle Flügel, Blaze. Probieren wir sie mal aus. Ich kann fliegen! Fantastisch! Unser Entwurf funktioniert. Kommt mit, jetzt ziehen wir Zack aus dem Matsch. Hey! Oh oh, Matschblasen. Wartet, sagte er gerade Matschblasen? Oh, wir müssen den matschig-pappigen Matschblasen ausweichen. Helft mir auszuweichen, damit ich nicht getroffen werde. Wenn ihr Matschblasen aufsteigen seht, ruft Matschblasen! Matschblasen! Super ausgewichen! Macht euch bereit, gleich kommen noch mehr Blasen. Jedes Mal, wenn ihr welche seht, ruft Matschblasen! 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 Blaze, guck mal! Zack ist direkt unter uns! Halt dich fest! Blaze, du fliegst ja! Juhu! Und er fliegt Zack auch! Ja! Wir haben's geschafft, Zack! Jetzt bist du in Sicherheit! Guck mal, da unten sind deine Dinosaurier-Freunde! Hallo, Dinosaurier-Freunde! Ah!
Zack ist auch froh, wieder bei euch zu sein. Nur dank Blaze und AJ haben Zack gerettet. Hab ich doch gern gemacht.